Das ist ein Platz in der Nähe des Kuhdamms, nach Walter Benjamin benannt, der um 1900 seine Kindheit in Berlin verbracht hat. Der Platz ist extra mit Passagen gestaltet. Passagen liebte Walter Benjamin. Er kannte die Pariser Passagen, die damals aus Stahl und Glas errichtet worden waren und daran orientierte er sich für sein Passagenwerk, wie er das nannte, sein schriftstellerisches Werk, das wie Passagen gestaltet ist. Reingehen, durchgehen, herumgehen, so wie man das hier auch machen kann, war seine Art zu denken und zu schreiben. Die Technik und Industrie begann damals, die Welt zu dominieren. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Das war ein wichtiger Text von ihm, von 1935. Kunstwerk. Heute ist es autonome künstliche Intelligenz, die Kunstwerke schafft. Jedenfalls, wenn sie von Menschen entsprechend programmiert wird. Und das Kunstwerk, das heute die Welt, die Kunstwelt jedenfalls, in Unruhe versetzt, da es nur virtuell produziert wird und seine Originalität durch Blockchain erhält. Was ist daran noch Kunstwerk? Was würde Walter Benjamin dazu sagen? Der sprach von der Aura, die das Kunstwerk ausmacht. Verkümmert die Aura? Wenn das Kunstwerk technisch hergestellt wird, ist es dann nur noch Materie? Aura ist eine Ausstrahlung. Ein nicht genau definierbares Etwas. Kann es vielleicht als Energiefeld erklärt werden? Damit müssen nicht esoterische Energien gemeint sein. Es können physikalische und biochemische Energien sein. Macht das auch das wahre Wesen des Menschen aus? Energiefeld? Was würde Benjamin dazu sagen, dass heute von einer Aura-Chirurgie die Rede ist? Was soll das sein? Da scheint die Aura wie ein wirklicher Körper, in den mit messerscharfen Skalpellen eingegriffen wird. Aufwendiges Wort dafür, dass Mentaltrainer und Trainerinnen ins Energiefeld eines Menschen einzugreifen versuchen. Um zum Beispiel die Selbstzweifel zu beseitigen, die vielleicht aus der Kindheit herrühren und das Durchstarten zu einer Erfolgskarriere verhindern. Es gibt einfach Dinge, die ziehen sich durch die Geschichte als Fragezeichen, ohne definitive Antworten zu finden. Der Platz hier ist selbst ein Kunstwerk. Hat er Aura? Die kommt vielleicht noch mit den Jahren.